Herzlich willkommen in diesem Trainingsvideo. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit Bibliotheken im LaSalle Class arbeiten. Zuerst möchte ich Ihnen die SigmaTech Libraries vorstellen. Dazu gibt es einmal die Hardware Library. In der Hardware Library befinden sich alle Hardware-Objekte, wie zum Beispiel das DM16.1 oder das AI043. Dann gibt es die OS Interface Library. In der OS Interface Library befinden sich alle Betriebssystemfunktionen, wie zum Beispiel Speicherfunktionen oder File-Operationen. Dann gibt es noch die System Library. In der System Library finden Sie die Visualisierungsfunktionen für den LSE und auch für den LSE Easy. Dann gibt es noch die Tools Library. Die Tools Library steht Ihnen für Anwendungsfunktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel für Kommunikation, für Filter oder für Regler. In diesem Projekt möchte ich eine Einschaltverzögerung mit Hilfe der Tools Library bauen. Legen Sie sich dazu ein neues Projekt an. Gehen Sie dazu auf File – New Project. Nennen Sie dieses Projekt Timer On Project. Wählen Sie dann bei Location noch einen geeigneten Speicherort aus und klicken Sie dann auf OK. Erstellen Sie zuerst ein neues Netzwerk. Gehen Sie dazu zum Netzwerkreiter und legen mit Rechtsklick auf den Projektnamen New Network ein neues Netzwerk an. Dieses nennen Sie Timer on Net. Öffnen Sie dieses Netzwerk mit einem Doppelklick. Um die Tools Library importieren zu können, gehen Sie zum Libraries Baum und machen auf den Projektnamen einen Rechtsklick. Wählen Sie dann Tools.lcp aus. Dann wird im Hintergrund die Tools Library geladen und Sie haben, wenn die Library geladen ist, Zugriff auf alle Klassen der Library. Ist die Library geladen, können Sie die Tools Library mit dem Plus öffnen. Öffnen Sie dann auch den SigmaTech-Ordner und dann wieder den Tools-Ordner. Darin finden Sie dann alle Ordner, in denen sich die einzelnen Tools-Klassen befinden. Da wir eine Einschaltverzögerung bauen möchten, brauchen wir einen Timer-On-Baustein. Diesen Baustein finde ich dann einmal in dem Ordner Time and Date, Timer-On, oder ich kann diesen Baustein auch im Projektbaum suchen. Gehen Sie dann auf die weiße freie Fläche, machen Sie einen Rechtsklick und wählen Sie Find in Tree aus. Bei Find geben Sie dann Timer-On an. Mit Find Next springt er Ihnen zu der ersten Klasse, die dieses Timer-On enthält. Wenn Sie weiter auf Find Next klicken, bringt er Sie irgendwann zum Timer-On-Baustein. Haben Sie den Timer-On-Baustein gefunden, können Sie noch die klassenbezogene Hilfe aufmachen. Dazu klicken Sie auf den Timer-On und drücken F1. In der Hilfe zur Tools Library finden Sie dann immer eine kurze Beschreibung zur Klasse und dann auch die einzelnen Schnittstellen. Haben Sie dies sorgfältig durchgelesen, können Sie die Hilfe wieder schließen und die Klasse am Netzwerk platzieren. Ziehen Sie die Klasse mit Drag and Drop auf das Netzwerk und es öffnet sich folgendes Fenster. Dies ist das Import Class Window. Dort können Sie einmal den Import Mode for Classes auswählen. Hier gibt es einmal Link, Copy und Reference. Mit Link wird ein Verweis auf die Library und auf die gelinkte Klasse in das Projekt eingetragen. Der physikalische Speicherort der Klasse bleibt nach wie vor im Ursprungsprojekt. Somit wird beim Öffnen des Projekts, das eine gelinkte Klasse enthält, die betroffene Klasse immer aktualisiert. Wenn eine Klasse gelinkt ist, kann die dazugehörige Library nicht aus dem Projekt entfernt werden. Durch den Befehl Copy wird das Element mit allen notwendigen Daten bzw. Abhängigkeiten in das aktuelle Projekt kopiert. Bei Änderungen wird die Klasse jedoch nicht aktualisiert. Der Punkt Reference ist dann ähnlich wie bei Copy, jedoch merkt sich LaSalle Class 2 den Pfad, woher diese Klasse importiert wurde. Das bedeutet, die Klasse kann später per Befehl abgedatet werden. Ich möchte als Import Mode für meine Klasse Copy, das heißt, ich wähle beim Radio-Button Copy aus und klicke dann auf OK. Somit wurde diese Klasse am Netzwerk platziert. Diese Klasse finde ich dann auch im Klassenbaum
unter dem Ordner SigmaTag Tools Time and Date. Diese Klasse ist nun direkt in mein Projekt kopiert worden. Um eine Einschaltverzögerung daraus zu bauen, brauche ich noch die Bridge. Dazu gehen Sie wieder zur Library und suchen im Projektbaum nach der Bridge. Die Bridge ist eine einfache Klasse, welche nur einen Eingang liest und diesen dann auf den Ausgang schreibt. Platzieren Sie auch die Bridge am Netzwerk. Wählen Sie hier wieder Copy aus. Setzen Sie dann für die Bridge eine Zykluszeit, indem Sie das Objekt auswählen, dann zu den Properties gehen und bei Cyclic Time zum Beispiel eine Millisekunde einstellen. Verbinden Sie dann den Client Read mit dem Out Value. Für den In Value und den Client Write möchte ich dann meine Hardware verbinden. Dazu gehen wir einmal online und laden die Hardware mit dem grafischen Hardware Editor hoch. Ist die Hardware hochgeladen, können Sie wieder offline gehen und I/O-Elemente bei InValue und ClientWrite anfügen. Diese I/O-Elemente sind dann einmal ein Input und einmal ein Output. Vergeben Sie für die I/O-Elemente für den Input einmal den Input 1 vom DM16.1 und für den Output einmal den Output 1 vom DM16.1. Um die Funktion dann testen zu können, gehen Sie online und laden das Projekt in die Steuerung. Ist das Projekt in die Steuerung geladen, können Sie bei Delay Time Ihre Verzögerungszeit einstellen, zum Beispiel eine Sekunde. Wird dann der erste Schalter am Schulungsaufbau umgelegt? Zählt bei Past Time die aktuelle Zeit und der Output wird erst nach einer Sekunde geschalten. Schalten Sie den Input wieder zurück, wird der Output automatisch auf 0 zurückgegeben.